Servus und herzlich willkommen zum Tuning Tutorial Part 2 auf meinem Channel NAFTA. Im letzten Video ging es um die Klärung der Frage, wie berechne ich anhand der Kraftstoffmenge mein Drehmoment und daraus resultierend die Leistung und umgekehrt. Als Basis für die Berechnungen habe ich den Wirkungsgrad des Motors herangenommen. Dieser wiederum ist abhängig von verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel Temperatur und Drehzahl. Nichtsdestotrotz lässt sich so vernünftig ein Faktor über das gesamte Drehzahlband bestimmen, der nötig für die Berechnungen ist. Wie das funktioniert, habe ich im letzten Video gezeigt. Um euch den Einstieg zu erleichtern, habe ich dort mein Excel-Tool vorgestellt, welches die Berechnungen für Kraftstoffmenge, Drehmoment und Leistung selbstständig durchführt und visualisiert. In der Videobeschreibung vom Video 1 habe ich einen Link platziert zum Download. Also fühlt euch frei, ladet es runter und spielt damit rum. Leistungswerte und Drehmomentwerte werden in Echtzeit berechnet und grafisch im Diagramm dargestellt. Es kann dafür genutzt werden, um einen Tune aufzuziehen. Es kann aber auch dafür genutzt werden, einen zweiten Datenstand mit dem Seriendatenstand zu vergleichen. Und zu guter Letzt habe ich dort eine Stage 1 von mir platziert für den ASZ und das dient jetzt als Basis für diese Videoreihe, um das in WinOLS gemeinsam mit euch nachzubauen. Die Besonderheit an der EDC 15 ist, dass sie aus mehreren verschiedenen Codeblöcken besteht. Der Grund dafür sind die verschiedenen Antriebskonfigurationen, die man je nach Modell bestellen konnte. Sprich, ein A38L zum Beispiel konntest du bestellen, handgerissen Frontantrieb, handgerissen Allradantrieb oder Frontantrieb kombiniert mit Automatik. Jeder dieser Blöcke läuft an und für sich autark und ist vollständig bedrahtet. Das heißt zum Beispiel, ein A38L hat drei Codeblöcke und die dreifache Menge an Kennfeldern. Über VCDS lässt sich ganz einfach auslesen, welche Codierung aktiv ist und du kannst zwischen den verschiedenen Codeblöcken umschalten. Der Grund, warum ich euch das erzähle, ist folgender. Ich möchte für die Kennfeldbearbeitung wissen, welcher Kennfeldbereich zu welchem Codeblock dazugehört und ich möchte wissen, welcher Codeblock aktiviert ist. So kann ich mich einfach nur auf den Kennfeldbereich konzentrieren, der für mich relevant ist. Und wie gesagt, über VCDS lässt sich die Codierung sehr leicht rauslesen. So, jetzt zeige ich euch, wie ich die Codierung aus dem Störgerät rauslese, über VCDS. Also, ich habe hier ein Störgerät liegen, eine EDC 15 P Plus aus einem Seat Leon 1M mit 150 PS. Der Motorkennbuchstabe ist ARL. Das Ganze ist direkt verbunden am Steckergehäuse über ein ganz normales Breakout Tricore Kabel. Am anderen Ende hängt mein VCDS. Diagnose läuft hier über K-Line, das ist hier die grüne Leitung, Spannungsversorgung und Masse über ein stabiles Labornetzteil mit 13,8 Volt. Da seid ihr safe und maximal 3 Ampere. So, also VCDS öffnen, dann gehen wir in die Motorelektronik rein. Dann schiebe ich das mal hier rüber. So. Und in den Codierungen könnt ihr sehen, dass Codierung 2 aktiv ist und VCDS sagt auch, Codeblock 1 ist Automatikgetriebe, Codeblock 2 ist Schaltgetriebe und Codeblock 3 ist Schaltgetriebe Allrad. Das war jetzt ein Beispiel, einmal um zu sehen, dass ihr auch ein Störgerät im ausgebauten Zustand lesen könnt
und vor allem als Beispiel, wie das halt über VCDS rucki-zucki die Codierung ausgelesen ist. Die PIN-Belegung werde ich einblenden. Viel Spaß! Jetzt geht's los in WinOLS, die Maps zu identifizieren, die beschreiben, welche Codierung für welchen Codeblock steht, um am Ende des Tages den richtigen Codeblock für die Bearbeitung der Kennfelder auszuwählen. Ein weiterer interessanter Aspekt bei Rede C15, geschuldet der Tatsache, dass wir verschiedene Codierungen, sprich verschiedene Kennfeldbereiche, die, wie am Anfang schon erwähnt, vollkommen autark voneinander laufen, komplett bedatet sind, gibt es hier die Möglichkeit einer Multimap. Die sich auch über verschiedene Wege switchen lassen. Und die einfachste Möglichkeit, sowas zu switchen, ist, wie gesagt, habe ich euch vorhin gezeigt, über VCDS. In dem Sinne, viel Spaß beim Zuschauen. So, erst einmal öffne ich WinOLS. Wie man sieht, ist die URI-File vom Audi A3 ASZ aus dem letzten Video bereits geladen. Den Link zum Download platziere ich in der Videobeschreibung. Beim Audi A3 8L handelt es sich um einen 1.9er TDI als Quattro, also Haldex-Synchro. Wichtig ist, dass eingestellt ist, dass die Hexdaten in 16 Bit als Dezimalzahlen dargestellt werden. Ich befinde mich in der Textansicht und auf der rechten Seite sieht man in der Suchleiste, da wo sich meine Maus befindet, die Kennfeldbereiche, die farblich markiert sind. Das ist der eine Kennfeldbereich und das ist der zweite Kennfeldbereich. Und man erkennt sofort, wie gesagt, es handelt sich hier um ein Fahrzeug mit zwei bedateten Codeblöcken. So, jetzt muss man erstmal herausfinden, welcher Codeblock zu welcher Codierung gehört. Und da gibt es einen kleinen Trick, den ich euch zeige. Dazu öffnet ihr über die Zahlenkombination STRG F die Suchfunktion. Hier ist auch wieder eingestellt Dezimalmodus und ich gebe die Zahlenkombination 513 257 513 ein und gehe auf Weiter. Diese Zahlenkombination bringt uns in eine Region, in der sich nämlich die Map befindet, die die Codierung definiert. Das ist jetzt das Suchergebnis. Wir befinden uns im zweiten Block. Jetzt gehe ich auf Weiter in der Suchfunktion und jetzt springt er in den ersten, sprich in diese Kombination an Zahlen. Die gibt es genau einmal in jedem Codeblock. Die erste Ziffer, kleiner 10, links von dieser Zahlenkombination entspricht genau der Codierung dieses Kennfeldbereichs. Ich hebe die Markierung auf über Entfernen und jetzt bewegen wir uns nach links. So, hier steht eine 2. Die Zelle ist markiert. Über die Taste K erstelle ich das Kennfeld und benenne es in Code ID und über Shift T springt die Anzeige in den Textmodus. Über Doppelklick auf die Zahl kommen wir wieder in den Editor, in dem wir die Eigenschaften bearbeiten können. Und jetzt erweitere ich nochmal den Namen. Und zwar, wir nennen das Kennfeld Code ID
In dem Fall ist es jetzt die 2, die setze ich hier rein und beschreibe gleich, was die 2 bedeutet. 2 steht nämlich hier bei diesem Steuergerät für Frontantrieb und Schaltgetriebe. So, das war's. Und wie ihr sehen könnt, ist es jetzt die Kodierung 2. Die Kodierung 2 entspricht dem unteren Codeblock. In meiner Suchfunktion drücke ich jetzt nochmal drauf auf Weiter und springe in den ersten Kennfeldbereich. Dort markiere ich, beziehungsweise hebe erstmal die Markierung des Suchergebnisses auf, markiere links davon die erste Zahl kleiner 10, das ist die 3. Ich weiß, okay, das muss die Kodierung Nummer 3 sein. Drücke die Taste K, Kennfeld wird erstellt. Shift Theodor, Entschuldigung, Shift Theodor, springe in den Textmodus. Doppelklick auf die 3, Eigenschaftsfenster öffnet sich und gebe hier ein. Code ID Nummer 3. In Klammern beschreibe ich, was die 3 bedeutet. 3 steht in dem Fall für Allrad und Schaltgetriebe. Das ist genau die Kodierung, die ich gesucht habe, beziehungsweise die meinem Fahrzeug entspricht. Denn wie vorhin schon erwähnt, es handelt sich um einen A3 19er TDI Schaltgetriebe Quattro. Suchfunktion kann ich beenden, Kennfeld kann ich schließen und wir können das Ganze auch im 2D-Modus anschauen. Hier markiert dazu links im Strukturbaum mit Rechtsklick, ihr markiert das Kennfeld. Mit Rechtsklick könnt ihr über die Funktion im Hexdump ansehen, genau in dem Bereich switchen, in dem sich die Codierung befindet. Das gleiche hier auch, Kennfeld schließen. Rechtsklick in Hexdump ansehen und schon springt er in den richtigen Bereich. Gerne könnt ihr das nachbauen. Ich wollte hier einen Ordner erstellen, in dem ich jetzt dann arbeiten werde in den nächsten Videos. Und zwar nenne ich den 4x4. So. Und nehme jetzt die Map für die Codierung aus dem 4x4 und schmeißt die in meinen richtigen Ordner. Dann ist alles schön sauber strukturiert. Ich erstelle euch ein Map Pack dazu. Was man jetzt noch machen kann, das Mapback vom letzten Video reinladen. Und siehe da, es ist gewachsen. Nämlich, wir haben jetzt den Torque-Limiter vom letzten Mal auch drin und können die zweite Map, im Mapback war nämlich der Ordner Manual, also quasi Schaltgetriebe, Front angetrieben, schon voreingestellt und verschieben die Codierung, mit der wir nicht arbeiten, einfach in den manuellen Ordner. Schließe so den Ordner und habe so eine schöne Ordnung drin. Ich exportiere das Kennfeldpaket und verlinke euch das zum Download in der Videobeschreibung. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich und freue mich schon aufs nächste Video, bei dem es dann für euch auf jeden Fall wesentlich interessanter wird, weil es dann endlich an die Kennfeldbearbeitung geht. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.